Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Okami und den lieben Schäfchen, die uns die ganze Zeit die Ohren voll mähen. Wir sind hier immer noch in Kamui unterwegs und haben in der letzten Folge die meiste Zeit damit verbracht, im Dojo rumzugammeln und dem alten Mann irgendwie, irgendwie einen Haufen Geld an den Kopf zu werfen. Und jetzt sind wir hier halt weitergekommen. Und haben hier den alten... Nein, alt ist er nicht. Der junge Mann... Oh, es wird gerade Nacht. Perfekt. Dem jungen Mann wollen wir helfen, eine Liste zu vervollständigen mit Dämonen, die ihn verfolgen. Kalte Reue erscheint. Okay, das ist einer der Boys. Hey, auch in diesem Monster steckt ein exorzierender Pfeil. Das bedeutet, irgendjemand wollte dieses Monster wirklich loswerden. Lass es nicht entkommen. Oh, nicht die. Ich mag den nicht. Okay, machen wir uns erst an. Machen wir erst den Kleinen kaputt. Oh. Oh, 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 oh. No. Oh, ich kann ihn schneiden. Nee, ich kann ihn doch nicht schneiden. Ich habe gelogen. Doch, ich habe ihn geschnitten. So, jetzt nur noch der Große, ne? Ah! Ah! Oh nein, ich bin gefroren. Oh nein, ich bin doch nicht mehr gefroren. Ich habe gelogen. Meine Güte, ist das nervige Boss. Oh nein, und hier ist auch noch Eis. Ah, sehr gut. Ja, komm. Oder muss ich seine Laterne damit anzünden? Mit dem Feuer, was er da gelegt hat. Macht das Sinn? Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Aber... Ist das Feuer schon wieder aus? Ja, das Feuer... Oh Gott! Ist schon wieder aus. Ah, oh, ich bin dämlich. Ich stelle mich gerade nicht wirklich intelligent an. Es tut mir leid. Jetzt! So. Schneiden, 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 hacken, schneiden, hacken, schneiden. Und nochmal hacken, schneiden. Oh nein. Oh. Oh, dieser Boss macht mich fertig, ne? Diese Iglus, die sind richtig nervig, weil du halt die ganze Zeit nichts tun kannst, außer halt warten. Oder ich habe es halt einfach noch nicht rausbekommen, wie man das richtig macht. Warte, wir probieren mal was aus. Nee, das funktioniert so nicht. Okay. Oder? Nö. Oh, das Leben. Das Leben. Das Leben. Leben, Leben, Leben. So, jetzt rödel ihn runter. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Sehr gut, danke. Kalte Reue besiegt. Ich weiß gar nicht, wie viele Monster wir besiegen mussten. So. Ja, Zeit war halt wieder mies. Das war eins der Mördermonster aus der Schrift der Buße und wir haben es gefunden. Junge, man weiß nie, was man als nächstes findet. Du weißt schon, diese Schrift der Buße, die du hast? Nun, du kannst den Namen des Monsters, um das du dich gekümmert hast, ausstreichen. Das Monster, das du gerade besiegt hast, ist auf der gesuchten Liste. Nimm deinen Pinsel und streiche den Namen auf der Liste aus. Kalte Reue war das, ne? Zack! Das sind alles Igloo Boys, oder? Wenn es so weitergeht, dann dauert es nicht lange und du hast alle Namen ausgestrichen. Wann immer du Zeit hast, dann solltest du die Mördermonster ausschalten. Ich bin mir sicher, das wird diesen jungen Mann beruhigen. Okay, dann gucken wir jetzt weiter. Da vorne ist noch eine Schriftrolle. Hallo. Hallo, Herr Schriftrolle. Das ist aber keins. Das sind nur normale Monster. Was mache ich denn? Es hat aber funktioniert. Das ist auch schön. Diese Masken machen mich schon ein bisschen fertig, ne? Ja.
Da ist Leben, da ist Leben, da ist auch Leben. Sehr gut. Da vorne ist noch einer. Unheimlicher Iglu erscheint. Oh, nee. Ich mag diese Iglu-Viecher nicht. Oh Gott, es sind zwei! Ist das ein verkackter Ernst? Und warum ist hier mitten ein Baum im Weg? Okay. Okay, okay. Oh, das HP. Die tun ganz schön weh, die Viecher. Vor allem, wenn es zwei sind. Okay, den einen habe ich ausgeschaltet. Oh, jetzt. Kann ich ihn noch... Na, jetzt habe ich verkackt. Ah, Mann. Okay. Schneiden. Ausweichen, 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 schneiden. Ich mache halt... Dadurch, dass das halt zwei sind, mache ich nicht so viel Schaden in einer Phase. In einer... Ihr seid schon ziemlich nervige Leute, wisst ihr das? Nein, ich habe keine Zeit. Ich muss ihn hier. Komm schon, wenigstens den. Nein, nein! Und er lebt immer noch. Ach, das ist doch zum Kotzen. So. Nein, das war doch so nicht geplant. Ah. Da, Feuer, 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 Feuer. Habe ich hier im Mund? Nein, ich habe natürlich kein Feuer. So, aber einer ist tot. Na, endlich. So, jetzt mit dem Schwanz anzünden. So, schneiden zwischendurch. Nochmal schneiden zwischendurch. Na, es reicht immer noch nicht. Ich raste aus, Mann. Aber es ist zum Glück nur noch einer. Also die Bosse sind halt wirklich ultra nervig. Aua. So, jetzt Feuer. So, jetzt stirb bitte. Danke. Meine Güte, das hat viel zu lange gedauert. Unheimlicher Iglu besiegt. Ja, da gibt's erstmal einen Schluck Tee. Okay, ein weiteres Mördermonster erledigt. Nun, du weißt schon, was zu tun ist, meine pelzige Freundin. Ein einfacher Strich mit deinem Pinsel sollte ausreichen. Unheimlicher Iglu war das, ne? Was? Immer noch zu aufgeregt oder sowas? Streiche den Namen mit einem... Ja, ja. Entschuldigung. Zack. Oh, HP. So, nächstes. Das sind aber nicht die richtigen. Oh nein, und hier ist Eisfußboden. Aua. Aua. Aua.
Oh Gott, da vorne spawnt ja schon wieder einer. So, geh kaputt, geh kaputt. Danke. So. Ja. Kann ich den irgendwie hier auf dem Fußboden, also auf Schnee, irgendwie lotsen? Okay, das hat nicht ganz so gut geklappt. Schnee-eigenes Stigma erscheint. Nee, schneeiges Stigma erscheint. Okay, Achtung. Achtung, Schwanzattacke. Okay. Aua. Ah! Da ist das Feuer. So, jetzt nebenbei schneiden. Und nochmal schneiden. Und nochmal schneiden. Hat aber nicht gereicht. Okay. Oh, ich hasse es, dass ich hier auf Eis kämpfe, ne? Das ist halt schon mittelschwer nervig. Aua. So, komm wieder runter. Nein, nicht so. So war das nicht geplant. Ja, komm. So, Feuer. So, weg damit. Danke. Schneeiges Stigma besiegt. Ja, na gut. So. HP. Danke. Ja, Zeit war meh. Okay, ein weiteres Mördermonster erledigt. Nun, du weißt schon, was du zu tun hast. Schneeiges Stigma. Okay, da oben ist noch einer. Hallo. Hallo, lass uns reden. Okay, das ist keiner von den Mördermonstern. Schade. Oh. Denkst du wohl, ha? Huh? Schneiden. So, jetzt noch den kleinen. Und Loot einsammeln. Oh nein, da kommt noch einer. Hallo. Ah, okay. Tot. Loot. Sehr schön. 7000 Yen verdient. Wenn das so weitergeht, dann kommen wir wieder ins Dojo. Haha, lol. So, hier oben ist keiner mehr. Da hinten ist noch einer. Und nicht schon wieder auf dem Eis. Oh. Hui. Yep. Ah, es ist kein von den Mördermonstern. Aua. Holy shit. Stop. Sind die nervig. Können wir ihn irgendwie in die Luft jagen? Ja, können wir. Hat sogar funktioniert. Okay. Wo ist er denn jetzt? Bombe. Achso, okay. Loot. Ja, war jetzt nicht so geil, aber das macht nichts. So.
Beeren. Oh, hier ist was zum Buddeln. Die buddeln wir aus. Bernsteinklunker. Oh, oh Gott. Ich war der festen Überzeugung, da ist Eis. So, wo sind denn die anderen Monster alle? Machen wir einmal kurz das Dämonentor hier. Ah! So, weg damit. Aua! So, weg, 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 weg. Blut einsammeln. Oh, ich hasse die Dinger, ne? Die Dinger sind so unspaßig. So, Feuer. Kann ich das nicht so machen? Ja, ich hab's verkackt mit den Strichen. So. Ja! Okay, das ist jetzt meine neue Taktik. Dass ich die Zeit anhalte, damit er langsamer sich zusammensetzt wieder. Gute Strategie, gute Strategie. Wir haben ganz schön viel Glück gesammelt. Wir könnten eigentlich mal wieder skillen. So, da vorne ist auch noch einer. Natürlich auch wieder auf dem Eis, ist ja klar. Wäre ja auch zu einfach. Das ist aber nicht Mördermonster. Okay, wir setzen ihm eine Bombe vor die Nase. Ah, Mann. Okay, komm schon, stirb. Wieso stirbst du denn nicht? Danke, es war ein Hit nötig, mein Gott. Mein Gott, Walter. Ich hasse es, auf Eis zu kämpfen. Ist ja furchtbar. Wie viele brauchen wir denn jetzt noch? Logbuch? Gesuchtenliste, da. Zwei. Okay. Sind die jetzt auch noch hier? Hier habe ich ja jetzt alle kaputt gemacht. Wir probieren mal was. Wir machen mal Tag. Ja. Und dann machen wir wieder Nacht. Vielleicht resetten wir das dann ja. Und es kommen neue. Oh Gott, hier ist gerade... Es gießt hier gerade in Strömen. Ja, moi. Nee, hier ist nichts Neues zum Kämpfen. Hä? Verschwinden die einfach, wenn man die bekämpft? Ich war der Meinung, dass sie respawnen. Das war's. Das ist aber auch nicht das. So, ich setze hier mal eine Bombe. Weil die Typen mit den Schädeln sind halt schon ein bisschen heavy. Dann schneiden wir ihn noch. Aua. Hm. Okay.
So, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ich bin jetzt hier. Da oben ist irgendwo. Genau, da ist der. Nee, jetzt schon zu weit? Mach die nochmal. Nee, das sind auch wieder nur normale. Den holen wir mal vom Himmel. Den sollten wir auch als erstes machen, weil der macht Schaden. Okay, der ist tot. Dann fehlt jetzt noch der mit der großen Waffe. Ach, da ist jetzt noch ein zweiter mit der Waffe. Und weg damit. Easy. Ich bin ja jetzt aber ein bisschen überfragt. Sind die halt jetzt nur da hinten? Oder hier überall? Ich weiß es nicht. Weil hier haben wir ja alles kaputt gekloppt. Aber es fehlen halt immer noch zwei. Wir gehen hier mal ein Stück weiter. So, wo geht's hier lang? Da geht's zu einem Weg. Was ist da? Haben wir hier mal einen Wegweiser irgendwo? Josh Pet. Da ist noch was zum Kämpfen. Boop. Na, Kristalle. Davon haben wir so viele. Werden wir den jetzt nochmal bekämpfen? Oh, gefrorene Buße erscheint. Okay. Dann fehlt jetzt nur noch einer. Wir kümmern uns erstmal um den Kleinen. Aua. Weil der stört mich einfach nur, wenn der jetzt noch mit dabei ist. Oh Gott. Oh nein, da ist jetzt noch ein zweiter Kleiner. Toll. Mann, Iglo, lass mich doch mal in Ruhe, Mensch. So, ich knall jetzt einfach meine kompletten... So. Was hatte ich gesagt? Verlangsamen? Genau, so. Schneiden. Nochmal verlangsamen. Ah, bringt nichts mehr. Da war ich zu langsam. Achso, draufkloppen. So. Ich glaube, je mehr man Schaden auf ihn drauf macht, desto schneller fällt er halt um. Und wir können ihn angreifen. So, richtig schön jetzt hier. Danke. Gefrorene Buße besiegt, Junge. Einfach weggeklatscht. So, Loot einsammeln, natürlich ganz wichtig. Zeit. Okay, ein weiteres Mördermonster besiegt. Gefrorene Buße war da unten. Ja, jetzt brauchen wir nur noch den pirschenden Blizzard. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ja, erstmal buddeln wir das hier nochmal aus. Buddel, 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 buddel. Hup. Goldener Pfirsich, ja. Nein, ich würde sagen, wir werden den letzten, der ist wahrscheinlich da vorne, mal schauen, werden wir in der nächsten Folge bequatschen und wegklatschen. Ich werde mir nochmal einen neuen Tee kochen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr weiterhin hier dabei seid in dieser unglaublich langen Reise in Okami. Ich bin Whitey. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Es wird Tag. Bis dahin sehen wir uns. Tschüss.